Servus Leute von heute, herzlich grüße ich euch zu einer neuen Runde Hearthstone und zwar betreff günstige Decks, wie schon angekündigt mit neuen Karten habe ich ein Deck erstellt und bin der Meinung 1640 Mana Staub ohne legendäre und ohne epische Karten wie gehabt. Und einzige, was ich jetzt hier getauscht habe mit einer neuen Karte, sind die zwei Karten Klassenhaustier. Und so habe ich die reingenommen und habe die Exodenhändlerin raus. Mit der Absicht, dass ein Wildtier halt herbeigerufen wird, falls Todrüschen noch aktiv ist. Und zusätzlich mit dem Rudeltaktiken eventuell noch einen aufzurufen. Inklusive haben wir dann Wildtiere auf dem Feld, wo wir nochmal unsere Hyäne stärken können. Hyäne! Wo bist du? Hier. Ne? Aasfressende Hyäne kann man auch stärken. Hab eine Runde mal probiert. Hat sehr gut funktioniert. Bin von Rang 7 Kupfer auf 6 gerutscht. Und machen wir mal fertig hier. Und ja, das hat gut funktioniert gehabt. Hatte gegen einen, muss mal gucken kurz. Das war Jäger. Genau. Und zwar habe ich gegen Priester gespielt gehabt. Und einen Sieg errungen. Das war nicht übel. So, aber wie gesagt, schaut es euch an. Und dann spielen wir mal und gucken, wie das Deck funktioniert und wird dazu immer wieder mal was sagen. Gehe ich mal hier rüber und schauen wir mal. Recht effektiv ist es ja schon vorher gewesen. Und vor den neuen Karten mit von Scholomansch. Und das hat mir sehr gefallen gehabt, die eine Runde. So, warum haben wir hier kein Thun? Warum habe ich kein Thun? Ach genau, warum habe ich kein Thun? Weil der Stecker nicht drin ist. Also, tun wir mal den Stecker rein. So, ist Thun da? Einen Augenblick. Ja, Thun ist da. Juhu, ich hör's. So, also, Eiskältefalle wird definitiv nicht schlecht sein. Vernichten wird nicht schlecht sein. Eiskältefalle ist gut, behalte ich auch. Dann entscheide ich, ob wir jetzt noch den Ruf des Wildtiers, das dauert mir ein bisschen zu lange, oder soll ich ihn behalten? Naja, ich gebe mir mal die zwei Karten weg. Und ja, damit. Okay. Schauen wir mal. Ja, da war den Lakaien, kann man sich. 2-1. Wir wissen noch nicht, was das für einer ist und hat es gleich übergeben. Servus erstmal. Ich würde mal sagen, wir spielen mal einen Lakai. Was kriegen wir einer mit Eifer? Okay, also, momentan wissen wir noch nicht, was für ein Druide das ist. Wobei ich auch raten muss mit den neuen Karten. Weiß ich nicht, auf was die da hinausgehen. Und würde mal sagen, haben wir mal zwei Schaden. Ich hätte auch eine Karte ziehen können. Ja. Okay, wir ziehen. Okay. Hier in der ist schon mal gut. Das ist auch ein. Der zieht halt Zauberschaden an, ne? Den würde ich aber gerne behalten. Auf der Hand. Würde mal sagen, ziehen wir mal eine Karte.
Das war eine gute Karte. Und übergeben. Lieber wäre es mir nochmal zwei Schaden. Okay, spielt ziemlich weit raus. Denke ich mal, das ist ziemlich spät. So, jetzt machen wir mal eins und was haben wir bekommen? Oh, naja, mal gucken. Einen habe ich ja, wo ich selber einsetzen kann. Nett. Sehr, sehr nett. Naja, sagen wir mal, der tut die Stärken. Okay, also wir können ja auf jeden Fall mal einen wegklatschen. So, das heißt, ich könnte auch hier den Schwinzer und den und nochmal irgendwas mit Eifer, aber 4 müsste er mit 2 angreifen. Gehen wir mal davon aus, dass er die doppelt stärkt, dann sind das lauter 4er. Einen kriegt er wieder zurück auf die Hand, bleiben 8 Schaden immer noch auf dem Feld. 8 Schaden bleiben immer noch auf dem Feld. Ja, da bin ich schwer am Überlegen. Also, wir werden zweimal, könnten auch einen vernichten. Oder ich vertraue jetzt mal hier was an. Hallo. Einmal das. Ich krieg hoffentlich 2 Stück. Mal hier einen weg. Zack. Was haben wir gekriegt? Ja, den hätte ich gern für dich gehabt, Spoddy. So, dann gucken wir mal, was passiert. Da habe ich eine schöne Kombination. Wie wäre es denn? Also, wenn er schlau ist, macht er den Lakai platt. So, jetzt könnte er mit Prankenhieb doch alles platt machen. Und? Doch die. Noch einer weg. Er hat kein Prankenhieb. Okay, jetzt kommen die großen Karten. Und jetzt haben wir auch bald eine gute Kombo. So. Jetzt wird bald eine große Karte kommen. Deswegen. Die Kombo will ich mir noch lassen. Ich könnte mir eine Waffe besorgen. Wenn ich mir eine Waffe besorge. Oder. Auf jeden Fall mal geben wir mal dir erstmal den einen Schaden. So. Die Frage ist wirklich: Waffe oder Todesröchler? Todesröcheln. Kriege ich eventuell noch was für die Hyäne zum Stärken? Nächste Runde gehen wir uns dann mal gucken, was es wird. Was es wird. Was wird's? Okay. Dein Volk ist süchtig danach. Ja, aber jetzt musst du auch das machen, also das können wir. Und? Schade. Schade. Normalerweise sollte er doch die Mana-Kristalle haben, genau. Und das gibt jetzt einen Kreislauf. Jetzt weiß ich, was hier noch stehen, also er spielt legendäre Karten. Dings wäre nicht schlecht gewesen. So, aber jetzt musst du weiter hier. 0, genau. Und. Oh! Wirklich? Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Rückschlag. Da hat er falsch gespielt. Aber warum sollte es mein Problem sein, wa?
So, okay, also denken wir mal so, aber da hat er auch das Haar. Okay, gehen wir mal ab. Achtung. 2, 4, 5. Viertes 9. Na ja, komm. Auf den da. Das sind wie viele? 5. Frankenhieb könnte ihn immer noch kaputt machen. Hier drauf, hier drauf. Okay. Frankenhieb. 3 Schaden. Das sind 5. 5. Hat denn der jetzt 0 gekostet? So, okay, okay, okay. Das ist ziemlich, jetzt müssen wir mal überlegen. Ich habe 13 ja auch. Wir spielen mal diese Karte auf jeden Fall. Passt schon. Nochmal gespielt. Passt schon. Okay. Ah ja, okay. Der ist auch nicht schlecht. Aber ich bin der Meinung, komm. Oh ja, der ist gut. Was ist denn das? Nachdem euer Held ein Diener angegriffen hat, greifen eure Diener ebenfalls an. Ich hab. Okay, das wäre lustig. Aber. Ich brauche es jetzt ein bisschen realistisch. So, auf jeden Fall soll er sich ein bisschen selber kaputt machen. Wir können das ruhig mal machen. Müssen wir über einen Lakai spielen? Entdecken tun wir später. Ich jage allein. Erstmal. Jage allein. Das war's. Mach den eben dran. Zieht 3 Karten, wirft 3. Ja. Passt schon. Aha. Ich mal weg. Nochmal ein Terrant. Face, face, face. 16. 19. Und 13. Passt.
Oh je, warte mal, lass mal überlegen. 3, 5, 5, 2, 1. Nochmal dich gucken. Das sind 3. 13. 13. Und 2. Das ist nicht übel. Wir warten noch, aber wenn ich den jetzt platt mache. Ich frage mich, ob... Das macht ja nichts. Wir schnappen uns den. Wir spielen 2. Ich entdecke einen Zauber. Tutrische. Ich jage allein. So, also wenn er die stärken kann, habe ich ein Problem. Wenn das. Okay, schön. Muss man nur ein Wildtier ziehen. Wenn ich jetzt ein Wildtier ziehe, haben wir gewonnen. Wenn ich kein ziehe, habe ich 6, 7, 8. Reicht mir nicht. Ich kann nicht immer gewinnen. Okay. Juhu, hat funktioniert. Ich weiß jetzt gar nicht, was er so alles hatte. Epische oder bestimmt dabei gehabt. Jo. Wir haben Bronze 5 erreicht. Ich muss jetzt mal gucken, kurz mal. Zeit. Hallo? Meine Sammlung rein. Passt. So. Was wollte ich denn? Was? Moment, ich muss das mal minimieren. Ich sehe es wieder nicht. So. Also, das heißt, ich will gucken. Das war ein Druide. Der hat dabei gehabt. Das war okay. Das war auch okay. Der Zwillingszauber ist okay. Was bist du für einer? Du bist auch okay. Das hat auch was, sagen wir mal, kostet der. Das war episch. Das ist auch okay. Der hat dann so auch eigentlich, könnte man im Druiden auch einen günstigen Deck machen. Könnte man ja. Vielleicht euren Diener mit Spot. 2-2. Na da, werden wir mal sehen. Gehen wir zurück und machen die nächste Runde. Weiter so. So, ja, die neue Karte, die mit dem Spot, die ist gut gewesen. Ja. Rexar gegen Uta. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Lass Uta die Jagd beginnen. Den behalte ich. Ich behalte die alle. Lass die Hunde los. Okay, warten wir erstmal. Verhältnis ist ja gut, wir haben sehr viele Zweier dabei. Haben wir ja eine Kombo schon. Na? Grüße. Grüße. Ich grüße euch. Hallo. Chivas. Chivas, das ist gut. Spiele ich mal die. Das Gute ist jetzt, wenn ich die spiele, er macht den Platz, kriege ich einen Dreier und dann geht's rund, dann haben wir ihn auch noch. Melde mich zum Dienst. Okay. Okay, okay, okay. Also.
Das war's. Wie schön. So, mal gucken. Ein guter Forscher ist immer vorbereitet. Mhm. Der reicht mir. Noch braucht er ja kein Leben, hat sowieso volles Leben. Nicht wahr? Ja, der wird's, hä? Okay. Dies. Was hat er denn gespielt? Entdeckt einen Drachen. Oh, das finde ich aber lieb. Passt. Das hätten drei sein sollen, aber lass mal überlegen. Den will ich ja wegkriegen. Machen wir es so. So und so. Mal gucken, wie was überlebt, hey. So ein Zauber wirst du wohl haben, Weihe oder so. Muss man überlegen, die Nova war beim Priester. Weihe, das ist auch nicht schlecht jetzt. Hm. Na, komm, Waffe. Die Champions Waffe. Doch einer. Okay, wenn er einer spielt. Irgendwas musst du doch machen. Buchbänder. Okay. Weihe? Bei so viel Karten? Die Waffe des Champions? Das sind 6 Schaden. Setzt das Leben aller anderen Diener auf 1. Okay. Schön. Und jetzt? Fügt allen einen Schaden zu. Mission umbringe? Alle? Alle. Acht, acht, acht. Jetzt muss er es doch. Okay. Nett. Oh, das ist ja sehr interessant. Soll ich die Runde noch warten? Ich meine, mit der Weihe könnte er ja schon was machen, ne? Ich könnte ihn aber auch stärken. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Wenn ich den spiele, kriege ich 2 Schaden drauf. Die kriegen alle einen. Der überlebt. Der überlebt, mache ich. Ich muss es auch spielen. So, aber Feuer. Ja. Gut gespielt. Oh, danke. Und Weihe? Irgendwas? Wir müssen auf jeden Fall nächste Runde die 2 runterkriegen. Wieder 1, Weihe. Wenn er überlebt. So, jetzt. Ich meine, er hat ja auch noch dieses Gottesschild. Vieh und was weiß ich, ja. Weihe kann er jetzt zum Beispiel gar nicht mehr spielen. Dankeschön. Dankeschön. Jippa. Funktioniert ganz gut. Ja, 2, 3, dann sind die gestorben und die Hyäne ist noch stärker geworden. Ja, so ist es. So ist es. Da ist sie stärker geworden. So, meine lieben Leute. Wir machen noch eine Runde. Und dann machen wir mal eine Bilanz. Die. Rexa gegen
Und sie sind der Meinung, das war spitze. Lass die Jagd beginnen. Lass die Jagd beginnen. Wir schmeißen raus. Schamane, 1, 2. Ne, hier brauche ich wirklich ein paar Geheimnisse schon vorher auf der Hand. Okay, das dauert bis zur vierten Runde. Und, was gibt's? Okay, Überraschungskarten. Das ist auch ja was Tolles. Wir machen Musik. Wir machen Musik. Nein. So, okay. Grüße. Bitteschön. Bitteschön. Auch soll ich das herausfordern? Aber ich habe nichts, wo ich dazu spielen könnte. Zwei Schaden mach. Ja, also, wir können ja drei Karten spielen im Prinzip. Ich frage mich, ob ich aber eher die Hyäne opfer gegen ihn. Also ich bin der Meinung, ich hau mal die zwei Schaden rein. Was mich jetzt wird wohl hier Totem. Heilung hat er ja. Genug Heilung hat er ja. Oh, habe ich mir schon gedacht. Genau. Okay, das heißt, irgendwie kommt mir so vor, ist Eiskältefalle, das Spiel ist nicht verkehrt. Komm. So, jetzt verstärkst du dein Totem. Erstmal ein zweiter Totem. Okay. Also Flächenschaden hätten wir dann machen können. Jetzt holt er auch noch einen Heiltotem. Ich habe ja zweimal. Komm, weiter. Was ist es geworden? Flächenschaden. Gut. So. Ja. So, das ist jetzt kein Zauberschaden. Gott sei Dank. Ach ja, ja, schade, dass ich die nicht hab auf der Hand. Das wäre ja schon hartnäckig. Das will ich wiederum nicht. Aber hält ja, ne? Fläche schade. Warte mal, 26. Was denn behalten? Das ist ja gut gelaufen, ne? Oh, was ich gekriegt habe. Legendäre Cut. Habe ich aber nicht im Deck gehabt, gell? Ne, passt schon. Also, der eine wird es nicht schaffen, nehme ich mal den jetzt. So, jetzt wäre es halt toll, hier, die Schrecken zu bekommen. Oh. Okay. Den nehme ich jetzt erstmal auf die Hand. Wie viel hat er denn jetzt? Jetzt muss er. Ja, okay, nochmal was. Okay. Interessando. Flächenschaden. Der wird ja wohl. Was meinst du? Ne, den behalten wir mal. Der ist. Was habe ich denn hier eigentlich? 3. 2. 3, 2 sind 5. Dann.
Der stirbt sowieso gleich, aber der heilt sich dann hoch. Das sehe ich frage grad. Mich, ob. Wollen wir mal 50-50? 50-50. Sehr schön, jetzt bei. Oh ja. Hier, ne? 24. Gut gespielt. Danke, ich habe aber noch nicht viel gemacht. So. Ich habe immer noch nicht, um meine stärkste Karte zu spielen. Wir haben hier einen Flächenschaden. Ja, gucken wir erstmal, was es wird. Das ist sau stark. Ich verpasse mir jetzt erstmal 3 Schaden. Warten wir mal ab. 4, 3, 2. Den oder den jetzt? Die machen mir jetzt nicht so viel Sorge. Okay, das kostet sich. Das kostet sich was. Das behalte ich. Das ist mir zu gefährlich. So, ich habe immer noch nicht die Kombination mit der Hyäne. Das heißt, dafür. Habe ich diese Kombo? Der ist gut. So, ich hätte gern eigentlich ein Geheimnis. Oder will ich den lieber kaputt machen? Die 2 Schaden hast du schon gespielt. Das mache ich nicht. Ich spiele noch den. Ich weiß, dass ich den. Das sind 5 Schaden. Wenn ich jetzt noch 2-mal Fass auf die Hand kriege und er sich nicht heilen kann, dann ist klar, dass er was macht. Okay, passt schon. Passt schon, wir haben ihn. Wir haben ihn. Ich zieh mal gerade. Jawohl, Kombination hängt. Für die nächste Runde. Ich soll einen kaputt machen. Hat es dich was gekostet? Nee, ne? Also wir wollen auf jeden Fall 2, 3, Power. Und ich hätte gern den weg. Und zurück auf die Hand bitte. Halt weg. Es bleibt einer nämlich übrig. Das war ziemlich ein wütender Angriff hier. Wenn ich die jetzt abräume. Ich habe hier 2. Ich habe Tretfalle. Das wäre krass, weil da wäre der. Hat der Frosch dabei, habe ich ein Problem. Aber ich kann. Ich kann trotzdem. Den spielen. Ich habe kein Geheimnis mehr, okay. Was für eine Heilung ist denn das für eine Karte? Flutwelle. Da ist jetzt 5. Ich brauche eine Waffe.
Na, super Waffe, ey. Das behalte ich jetzt. Ich muss ihn sperren. Schade, dass der 3 kostet. Ich jage allein. Das war's. So, kannst du dich noch mal heilen oder nicht? Kannst du oder nicht? Kannst du dich heilen, ja oder nein? Okay. Das reicht nicht mehr. Sorry. Hui. Was hier ein Ding, was hier. Okay, Froschi. So. Also. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, war das richtig gut. Das war richtig gut. Und aus dem Grund will ich kurz mal schnell mal den Deckträger einmal herholen. So, also, das waren... Hey, das stimmt aber nicht. Aktualisiere es doch wieder. Ja. Also, 100% Winrate, das ist jetzt wirklich auch komplett gemischt gewesen. Schamane, Paladin, Druide, Priester. Ja, ist sehr effektiv. Ja, also, okay, ich habe eine legendäre Karte im letzten Spiel bekommen. Ja, aber im Großen und Ganzen ist gut gewesen. Und das werde ich auch weiterhin austesten und im Standardmodus weiterhin spielen. Und damit heute ein bisschen mal was rauskommt, werde ich später mal hier im Wildmodus was machen. Und ja, also ich habe da noch eine Bitte. Also falls es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen hoch mal machen, wäre ich sehr erfreut drüber. Und falls der eine oder der andere noch mich abonniert, wäre es echt klasse. Okay, in dem Sinne sage ich bis bald. Ne, Peter Lustig sagt es auch, da unten, ne, der alte Lustig. Da unten ist ein Knopf, da jetzt drauf drücken und dann wird's Bildschirm schwarz. Nee, auf jeden Fall wünsche ich euch viel Glück, ihr könnt das Deck mal ausprobieren. Ich werde es auf mit dem Deckcode bei YouTube wird der Deckcode eingefügt und dann könnt ihr das euch runter kopieren. Müsst ihr nicht so lange rummachen. In dem Sinne, alles Gute, viel Glück und, ihr wisst, vertraut euren Karten. Bis zum nächsten Mal.